Wie läuft das Anerkennungsjahr für Erzieherinnen und Erzieher ab? Gibt es Gehalt und warum ist das Anerkennungsjahr überhaupt sinnvoll? Eine Antwort auf diese und noch mehr Fragen erhältst du im folgenden Video. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um das Thema Anerkennungsjahr für Erzieherinnen und Erzieher. Wenn du den Erzieherkanal unterstützen möchtest und keine weiteren Videos verpassen willst, dann lass gerne ein kostenloses Abo da. Viel Spaß beim Video! In vielen Bundesländern ist das Anerkennungsjahr, auch Berufspraktikum genannt, in der Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher verpflichtend und stellt den Abschluss der Ausbildung dar. Das Anerkennungsjahr ist beispielsweise in Nordrhein-Westfalen ein fester Bestandteil der Ausbildung. In Niedersachsen zum Beispiel gibt es kein Anerkennungsjahr. Informiere dich am besten vorab, je nachdem, in welchem Bundesland du die Ausbildung machen möchtest. Das Anerkennungsjahr stellt eine einjährige berufspraktische Tätigkeit dar. Nach dem Anerkennungsjahr erhältst du die staatliche Anerkennung zur Erzieherin oder zum Erzieher. Der Ablauf. Das Anerkennungsjahr dauert in der Regel ein Jahr. Es ist möglich, die wöchentliche Stundenzahl zu verringern. Allerdings verlängert sich dann die Gesamtzeit des Anerkennungsjahres. Am Ende wird eine Arbeitszeit von einem Jahr Vollzeit erwartet. In dieser Zeit bist du überwiegend in der Einrichtung. Es findet Begleitunterricht mit Aufgabenstellungen von der Schule statt. Du bereitest Angebote vor, Projekte oder den Kita-Alltag. All das fließt am Ende in deine Gesamtnote ein. Die Regelungen variieren je nach Bundesland. Für das Anerkennungsjahr benötigst du eine feste Arbeitsstelle mit einem Vertrag. Das heißt, dass du dich bewerben musst. Das Anerkennungsjahr startet meist zwischen dem 1. Juli und dem 1. September. Man kann grob sagen, dass du dich etwa ein Jahr vor Beginn des Anerkennungsjahres auf eine Stelle bewerben kannst. Üblich ist eine Bewerbung zum Ende des vorherigen Jahres. Willst du also beispielsweise im Juli 2022 das Anerkennungsjahr starten, dann solltest du dich bis Ende 2021 beworben haben. Während des Anerkennungsjahres wirst du so gesehen wie eine Zweitkraft, also beispielsweise eine Kinderpflegerin oder eine Sozialassistentin. Der Sinn und Zweck des Anerkennungsjahres. Das Anerkennungsjahr ist sehr sinnvoll. Du kannst es als Vorbereitung und Eingewöhnung auf deine berufliche Praxis sehen. Du erlebst ein volles Jahr in einer Einrichtung, erlebst und gestaltest alle Abläufe mit. Dir wird Verantwortung übertragen, aber dennoch hast du noch einen kleinen Welpenschutz durch den Praktikantenstatus. Teste dich also in diesem Jahr vollkommen aus. Das Gehalt. Während des Anerkennungsjahres wirst du endlich bezahlt. Das Gehalt variiert jedoch von der Einrichtung und dem Träger. Arbeitest du bei einer Einrichtung, die nach dem öffentlichen Dienst bezahlt, dann erhältst du im Jahr 2020 im Anerkennungsjahr etwa 1610 Euro brutto. In Steuerklasse 1 bekommst du dann netto jeden Monat ca. 1120 Euro überwiesen. Dein Anerkennungsjahr wird übrigens als ein Jahr Berufserfahrung anerkannt. Das bedeutet, dass dies bei einem Arbeitsvertrag nach der Ausbildung berücksichtigt werden sollte. Es gibt einige Einrichtungen, die Berufseinsteiger so einstellen, als hätten sie gar keine Berufserfahrung. Bestehe auf die berufspraktische Anerkennung, wenn du das Anerkennungsjahr absolviert hast. Du wirst in eine höhere Gruppe eingruppiert und erhältst so mehr Geld. Der Abschluss des Anerkennungsjahres. Das Anerkennungsjahr endet mit einer Prüfung, die in der Regel einen praktischen Bezug zur einjährigen Tätigkeit in deiner Einrichtung aufweist. Meist muss ein Kolloquium und eine schriftliche und/oder mündliche Prüfung abgelegt werden. Nach erfolgreichem Abschluss ist deine Ausbildung offiziell beendet. An welchem Punkt in der Ausbildung stehst du? Steht das Anerkennungsjahr kurz bevor? Hast du es schon beendet oder musst du überhaupt eins machen? Teile deine Erfahrung gerne mit uns in den Kommentaren. So können auch andere Zuschauer davon profitieren. Was du im Anschluss an deine Ausbildung als Erzieher oder Erzieherin verdienst, erfährst du in diesem Video. Für das aktuellste Video auf dem Erzieherkanal klicke hier. Wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest, dann klicke hier und lass ein kostenloses Abo da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.